Ja, als Energieversorger von Thurn haben wir schon ein bisschen gestutzt, als der Tattoo vom Kanton kam. Ich dachte, Gott, Vertelli, wieso jetzt schon gegen das Gas? Ich habe dann gedacht, ja, vielleicht ist es ein Kurs für Lebensberatung, ein bisschen weg vom Gas, ein bisschen weniger schnell, ein bisschen weniger hektisch durchs Leben gehen. Oder vielleicht eine Verkehrserziehungsmassnahme, weniger Gas geben. Aber beim längeren Studieren haben wir gesehen, nein, es ist ernst. Und darum habe ich meine Präsentation so aufgegliedert. Zuerst erzähle ich, wie Thurn geheizt wird, was wir für eine Strategie fahren bei der Energie Thurn und nachher noch so ein persönliches Fazit zur ganzen Situation. Es ist heute schon angetönt worden, Klimastrategie. Hier seht ihr andere Grafik, als der Raphael hat gesehen. Ihr seht hier den Verbrauch jetzt. Und der Verbrauch Wärme, wenn er in Zukunft im Jahr 2050 soll sein. Und wenn wir diesen Balken anschauen, dann sieht man, die ganze Klimastrategie beinhaltet eben als erstes weniger brauchen. Weniger, als wir heute brauchen, für das Heizen. 2020 hat man 50%, mit, tut man gegen nur 50% zu tun mit Heizöl heizen und etwa 38% mit Gas. Das ist mengenmässig der Anblick. Und im 2050 rechnet die Klimastrategie der Stadt Thurn mit 90 Gigawattstunden erneuerbarem Gas, dass wir die Ziele erfüllen. Auf diesem Weg haben wir uns begeben und wir haben im letzten Jahr 60 Gigawattstunden Biogas abgesetzt. Mit unseren, dank unseren Kunden, die so die beziehen bereits. Aber ein ganz grosses Projekt, das wir angefangen vor 3 Jahren etwa. Ihr wisst, ich war ja früher Energieberater, habe 1991 als Energiekonzept für die Stadt Thurn geschrieben und dort ist gestanden, Wärme ab KVA nutzen. Was hat ein paar Jahre gebraucht, bis dann nachher das wirklich ernst ist worden. Und ihr seht hier die 3 Gebiete, die wir mit Fernwärme erschliessen. Und sicher ein paar von euch haben unsere Baustellen gesehen. Das ist einerseits auf Uetendorf, das ist der rötliche Teil. Nachher ins neue Feldquartier, dort sind auch hohe Energiedichte, grosse Wohnbauten. Und ein Strang geht hinter das Spital. Das Spital haben wir im letzten Dezember angeschlossen. Wir haben auch den WBG Schönau angeschlossen, das Schulhaus Schönau vor der Stadt Thurn haben wir angeschlossen. Auch unser Gebäude ist mittlerweile am Netz. Insgesamt, rein für das Projekt, rechnen wir mit 40 Gigawattstunden Wärme und etwa 35 Millionen Investitionen, die wir hier in die Bodentür verlegen und in die Häuser ziehen. Aber wir haben noch ein weiteres Projekt gestartet, das ist erneuerbare Wärmeversorgung in Thurn. Wir haben einen Studienauftrag gegeben, der uns Bescheid geben soll, wie schaffen wir das zu Thurn, die ganze Gemeinde Thurn erneuerbar zu versorgen. Und ein wichtiger Punkt ist, dass die KVA ein grösseres Abwärmepotenzial hat, als man jetzt schon bereits angedenkt hat. Nachher wollen wir Gebiete ausscheiden, die wirklich an Dichte haben, die sich rentiert, Fernwärme reinzuziehen. Wir gehen nicht in Einfamilienhauszonen. Und wir werden so Ende Sommer, Anfang Herbst die ersten Resultate von dieser Studie haben. Wenn wir heute die KVA anschauen, dann seht ihr hier, heute produziert die KVA rund 60 Gigawattstunden Wärme und 63 GWh Strom. Mit dem Ausbau von Fernwärme wird die KVA 120 GWh Wärme können absetzen und noch 51 Gigawattstunden Strom produzieren. Das lässt sich leicht erklären. Der Abfall wird verbrannt, es entsteht Dampf, aus dem Dampf macht man Strom und Wärme. Und wenn man mehr Wärme macht, kann man weniger Strom machen. Das ist etwa Faktor 3 bis 4, wo man weniger Strom nachher kann produzieren kann. Aber man sieht auch hier die graue Linie. Sorry. Der graue Bereich hier, das ist alles Abwärme, die rausgeht. Und an das Potenzial wollen wir noch gehen. Wir sind gerade heute zusammengehockt. Das sieht so aus, dass wir da noch einmal etwa 50 bis 80 GWh mehr könnten rausziehen oder das auch grössere Gebiete von Thurn versorgen. Ein zweiter Punkt, den wir anschauen wollen, ist die Seewassernutzung, dem entgegensetzen. Macht Sinn, hier die Gebiete, die ihr
nicht violett sieht, mit Fernwärme auf der KVA zu versorgen oder aus dem Seewasser die Wärme zu gewinnen. Und einzelne Gebiete, das seht ihr hier deutlich, da werden wir sicher nicht mit Fernwärme reingehen. Und dort braucht es individuelle Lösungen. Wenn ich noch zurückkomme zum Thema Gas, der Ueli Nivenegger hat es erwähnt, es gibt dort die Möglichkeit, mit Schweizer Biogas 50% das kantonale Energiegesetz zu erfüllen. Es kann sein, dass die Studie erneuerbare Wärmeversorgung Thun das Resultat bringt, dass man zum Beispiel sagt, die Altstadt, aber sie sagen jetzt, die Hauptgas ist schlichtweg unmöglich, dort mit Fernwärme reinzugehen, dass man dort sagt, das ist ein Gebiet, das man vorgesehen mit Biogas zu versorgen. Mit der Gasleitung sind wir dort. Es haben noch nicht alle eine Gasheizung, aber wir könnten diese Menge liefern, dass man dort das kantonale Energiegesetz erfüllt. Die Menge Biogas, die wir heute haben, ist ein grosser Teil aus der Aarau-Thunersee. Dort wird das Biogas direkt eingespissen ins Netz von Energie Thun. Aber wir kaufen auch Biogas zu. Und die Zukunft ist Power to Gas. Das ist die Idee dahinter, dass man aus dem Überschussstrom, wenn man viel Photovoltaikanlagen hat im Sommer, mit dem Überschussstrom Gas produzieren mittels Elektrolyse, zuerst Wasserstoff. In der Zeitung vernimmt man jetzt relativ sehr viel über Wasserstoff, dass Wasserstoff per Schiff auf Europa kommen soll. Aber der Wasserstoff könnte man auch methanisieren und zum Beispiel die bestehende Infrastruktur nachher brauchen, um das Gas bis auf Thun zu bringen. Was die Zukunft in 30 Jahren wird geben und welches das wirtschaftlich ist, das kann ich nicht sagen, das wird man dann sehen. Aber es wird in die Richtung gehen, dass man in Zukunft, das ist so ein Modell von einem von diesen vielen Szenarien, die in der Schweiz gemacht werden, dass man zum Beispiel sagt, die Schweiz braucht 8 Terawattstunden Biomethan, 4 davon werden aus dem Ausland importiert und 4 produzieren wir selber oder tun wir direkt produzieren ab der ARA oder ab Landwirtschaftsbetrieben. Und das Biogas, das würde man dann nachher verbrauchen, eben Stromproduktion im Winter, dass man den Mehrbedarf am Strom kann mit zerrigem Strom aus erneuerbaren Energien kann decken kann. Die Industrie ist sicher ein grosses Problem, wie die erneuerbar werden und der Schwerverkehr und eben kleine Gebiete wie die Altstadt von Thun zum Beispiel mit Biogas heizen. Ich komme schon zum Fazit. Oberste Stelle, das muss ich als ehemaliger Energieberater gerne wieder sagen, dämmen, dämmen, dämmen. Dann bringen wir den Verbrauch runter und nachher kann man dann schauen, was brauche ich noch für eine Leistung, was brauche ich für eine Wärmepumpe oder kann ich das Fernwärmenetz anschließen? Und wenn man zum Thema Biogas kommt, erneuerbare Gase, dann wird man das sicher, wie schon ein paar Mal gesagt, Teilgebiet der Stadt vorschreiben. Man braucht es zum Stromproduktion im Winter für die industriellen Prozesse. Und beim Schwerverkehr, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich persönlich habe das Gefühl, Schwerverkehr wird mittelfristig auch elektrisch erfolgen. Es kommt ein bisschen davon ab, was bei den Batterien noch alles passiert. Aber das, was ich das letzte Mal so gehört habe, sieht das sehr gut aus, dass man bei den Batterien auch von diesen Schwermetallen oder belastenden Elementen herausnehmen kann. Und zum Schluss muss ich einfach noch das sagen wegen dem Titel. Er sollte eigentlich heissen, weg von den fossilen Energien, so geht das. Und wenn ich noch ein bisschen Geschichte aufrolle, dann sieht man, Erdgas 1990 ist als Lösung verkauft worden. Das hat da einer schon die Frage gestellt. Mittlerweile ist das Blatt am Verwelken, das grüne Blatt. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass mit 2050 das Gas wieder grün wird, aber es eben der Biogas und synthetische Gas sind. Punktlandung, hä? Merci vielmals. Danke, Urs. Es reimt sich eben nicht, weißt du? Ja, ja, ich weiß schon. Du müsstest schon noch etwas haben, was sich der reimt. Das ist nicht gell? So sexy, du bist ein Marketingmensch. Ja, schon klar. Sag noch schnell. Aber also, ich lasse dich schon dürfen. Ja, das auf jeden Fall. Die jetzt denken, ja, ich habe ja Gasheizung in meinem Familienhäuschen, das die lohne ich jetzt und tue den Biogas rein. Das ist nicht die Idee, oder?
Roland Jossi kann nicht eine Pauschallösung sagen. Mhm. Wenn das Häuschen nicht gut gedämmt ist, mhm, dann würde ich jetzt noch nicht die Heizung ersetzen. Dann würde ich das ein bisschen raussägern und vor allem das Haus dämmen. Mhm. Und dann schauen, was noch drin liegt. Mhm. Und wenn es ein Häuschen ist, könnte es eben gut sein, dass wir dort sagen, das ist ein Gebiet, da können wir die Biogas, ja, liefern. Weil jetzt haben ja alle Hoffnung und denken, aha, dann muss ich meine Gasheizung gar... Also. Ja, aber man muss ja in den Lebenszyklen denken. 15 Jahre hat er Heizung. Also ja, die nächsten 15 Jahre würde ich mir noch nicht grosse Gedanken machen, ja, wenn ich noch... Mal schauen, was der Ueli sagt zu dem. Und nachher eine zweite Frage, warte jetzt noch. Ersatzölheizung, das ist einer von Eglisol. Der ist aber sehr weit. Der ist weit weg. Herr Eglisol, nein, der heisst nein, Walter Hangartner. Hat im Seefeld ein Haus wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Ja. Aha, er redet von Seefeldstrasse. Ja. Ersatz Ölheizung, Nutzung Grundwasser für Wärmepumpe an der Seefeldstrasse. Ja. Also, seine Nachbarn haben das gemacht. Und mhm, eine Studie läuft, so viel ich weiß. Ich weiß nicht, ob er involviert ist in das Ganze. Mhm. Ich weiß nicht, wo er steht, aber... Soll sich beim Roland melden? Ja. Ich habe gemeint, das Thun sei ein bisschen anonym. Aber jetzt merke ich nicht, da weiss jeder, was noch der Nachbar und so. Also gut. Urs, für einen Moment danke ich vielmals.